Kapitel, die Meidung der Unreinheit. Er sagte, und wenn eine Unreinheit, über die nicht hinweggesehen wird, an seinen Körper oder seine Kleidung gelangt, ist sein Gebet nicht korrekt. Er hat hier zwei Stellen erwähnt, er wird gleich einige Sätze später auch die dritte Stelle erwähnen. Und zwar gibt es drei Stellen. Diese müssen reingehalten werden und sie dürfen nicht mit Unreinheit in Kontakt geraten. Eine dieser Stellen ist, wie er hier erwähnt hat, der Körper. Der Körper oder man könnte sagen die Haut. Diese muss rein sein. Man darf keine Unreinheiten an seinem Körper haben. Zweitens die Kleidung. Die Kleidung, die man direkt am Körper trägt. Und später wird er eine Art von Kleidung erwähnen, die man nicht direkt am Körper trägt. Es geht also hier um die Kleidung, die direkt am Körper ist. Und damit ist gemeint, wenn er läuft, dann ist diese Kleidung mit ihm am Körper. Sie bewegt sich mit ihm. Und die dritte Stelle, die später inshallah kommen wird, ist der Ort, an dem er sein Gebet verrichtet oder die Stelle, wo er beten will. Er sagte hier, und wenn Unreinheit oder wenn eine Unreinheit an seinen Körper oder an seine Kleidung gelangt, ist sein Gebet nicht korrekt. Ich habe jetzt hier ein Wort weggelassen, und zwar er sagte, eine Unreinheit, über die nicht hinweggesehen wird. Also, und das ist wichtig, wird die Unreinheit hier in zwei Arten aufgeteilt. Einmal eine geringe Unreinheit, über die im Normalfall hinweggesehen wird. Ein Tropfen Unreinheit, etwas Unreinheit. Wir nehmen hier ein oft auftretendes Beispiel. Blut ist laut den Hanabila und nicht nur den Hanabila, laut den vier Madhahib unrein. Laut allen vier Madhahib ist Blut unrein. Aber das ist eine Sache, die oft auftritt. Nasenbluten zum Beispiel oder eine kleine Verletzung am Finger oder eine sehr kleine Wunde. Hier sagen die Fuqaha, wenn die Menge minimal ist, sodass man sagt, hier über diese kleine Menge wird hinweggesehen. Du hast eine ganz kleine Wunde am Finger zum Beispiel. Hier, das wird hinweggesehen. Und wenn du in so einem Fall betest, ist dein Gebet richtig. Zum Beispiel, du hattest, sagen wir mal, am Körper, am Hals oder am Rücken hast du dich gekratzt und es ist zu einer Wunde gekommen und es ist etwas Blut ausgetreten. Und dieses Blut ist sowohl am Körper als auch im Normalfall dann auch an der Kleidung. Hier über diese Menge wird hinweggesehen. Na, das merken wir uns. Er sagte dann weiter, wenn er es erst nach dem Gebet sieht und nicht weiß, ob es bereits im Gebet oder erst nach dem Gebet an ihm vorhanden war, dann ist sein Gebet korrekt oder richtig. Er hat dann gebetet und nach dem Gebet hat er dann festgestellt, dass Unreinheit an seine Kleidung gelangt ist oder an seinen Körper gelangt ist. Aber er weiß nicht, wann das stattgefunden hat oder wann diese Unreinheit an seinen Körper gelangt ist. Er hat keine Gewissheit. War es vor dem Gebet, war es während dem Gebet oder war es vielleicht erst nach dem Gebet? Das ist ein Fall, den merken wir uns. Das ist der erste Fall. Das Gebet ist richtig. Das Gebet ist richtig und korrekt. Der nächste Fall, das ist der zweite Fall. Der Muallif sagte, wenn er aber weiß, dass sie, also diese Unreinheit, bereits im Gebet vorhanden war, er es jedoch vergessen hatte oder nicht in der Lage war, sie zu beseitigen, ist dann sein Gebet korrekt oder nicht? Okay, wir haben jetzt also den Fall, du hast gebetet und dann hast du festgestellt, da ist Unreinheit und du weißt, Unreinheit war bereits während dem Gebet vorhanden. Aber du hast das vergessen, das ist ein Fall. Du hast vergessen, oh Subhanallah, ich hätte vergessen, dies zu beseitigen. Oder du warst nicht in der Lage, diese Unreinheit zu entfernen. Zum Beispiel die Unreinheit ist an deinem T-Shirt und du hast dann einen Pullover und eine Jacke an. Du kannst das nicht ausziehen. Das ist der zweite Fall. Jetzt kommt es. Ist das Gebet in diesem Fall richtig oder nicht? Hierbei gibt es zwei Überlieferungen. Die erste besagt, das Gebet ist nicht richtig und er muss es wiederholen. Auch wenn du es vergessen hast oder nicht in der Lage warst, wenn du wusstest, da war Unreinheit während dem Gebet,
Das Gebet ist ungültig und du musst dieses Gebet wiederholen. Und das ist die Madhab. Die zweite Riwaya besagt, das Gebet ist richtig.